So, ich sage schon einmal guten Morgen in die Runde. Wir würden noch so 1 bis 2 Minuten warten und auch noch ein paar technische Dinge hier regeln. Es trudeln auch noch Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein. Also so 2 bis 3 Minuten dauert es noch. So, gut, dann noch einmal einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen in die Runde zu einer Veranstaltung unserer Reihe NRW Zusammenhalt, Fachgespräche zur Sozialpolitik. Wir als Grüne Landtagsfraktion wollen dieses Frühjahr nochmal verstärkt nutzen, um uns mit sozialpolitischen Fragen auch aus unterschiedlichen Fachbereichen und Themenbereichen, die man vielleicht nicht immer so als allererste im Blick hat, wenn man über Sozialpolitik nachdenkt, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Dafür haben wir diese Reihe ins Leben gerufen. Mein Name ist Matti Bolte-Richter. Ich bin Sprecher unserer Fraktion für Digitalisierung und Innovation und freue mich sehr, dass wir heute Morgen in einer sehr fachlichen Runde miteinander sprechen werden über das Thema digitale Teilhabe. Ich möchte zunächst mal organisatorisch darauf hinweisen, dass wir diese Veranstaltung aufzeichnen. Man sieht sie dann also später bei YouTube und bei der nächsten Oscarverleihung. Und da müssten also diejenigen, die sich dann im weiteren Verlauf mit Bild dazuschalten, auch mit einverstanden sein. Und wir werden auch für unsere Dokumentation und auch für den paritätischen Screenshots anfertigen, dass wir da eben auch allesamt Öffentlichkeitsarbeit mit dieser Runde machen können. Ich würde einmal kurz drei Bemerkungen dazu machen, was wir uns eigentlich vorgestellt haben unter diesem vielleicht ja doch nicht ganz eingängigen Begriff der digitalen Teilhabe. Wir haben zunächst natürlich auch unter dem Eindruck der Corona-Pandemie, es ist aber aus unserer Sicht nicht alleine ein Corona-Thema, gesehen, dass eben soziale Teilhabe und Digitalisierung heute und auch ja auch schon in den letzten Jahren und bald ja auch Jahrzehnten ganz eng miteinander zu tun haben, ganz eng miteinander zusammenhängen, ob es darum geht, soziales Leben zu organisieren, wirtschaftliches Leben zu organisieren. Da haben wir in den vergangenen 2 Jahren natürlich ganz stark auch sehen müssen, wie viel unserer Aktivitäten und auch Angebote sich ins Digitale verlagert hat. Und jetzt ist die Frage, wie schaffen wir es, dass alle Menschen, dass es eben Digitalisierung für alle gibt,
dass alle Menschen daran teilhaben können. Und es ist eben nicht nur die Dimension, die man da klassisch vielleicht im Auge haben kann, dass überall im Land schnelle Glasfaserkabel liegen müssen, dass alle Schülerinnen und Schüler mit iPads und Laptops ausgestattet werden müssen oder mit anderen Systemen ausgestattet werden müssen, sondern es gibt eben auch noch eine Teilhabedimension, die darüber hinausgeht, mit der wir es schaffen können, dass wir zu einer Digitalisierung kommen, die allen Menschen im Land zugutekommt. Wir haben dabei zwei Seiten der digitalen Teilhabe identifiziert, nämlich zum einen die Teilhabe an gesellschaftlichen Prozessen und Vorzügen der Digitalisierung, weil bei allem Negativen, bei allem Hass, bei allen Shakes, bei all den Dingen, die wir negativ an der Digitalisierung miteinander diskutieren, gibt es ja auch die großen Vorzüge. Das heißt also vereinfachter Zugang zu Informationen, vereinfachter Zugang zur Meinungsbildung, vereinfachter Zugang auch zu demokratischen Teilhabeprozessen. Das ist alles durch die Digitalisierung leichter möglich, aber das funktioniert eben auch nur dann gut, jedenfalls, wenn alle Menschen dazu Zugang haben. Und die zweite Dimension, die wir miteinander besprechen wollen, ist eben die soziale Teilhabe durch Digitalisierung. Das heißt also, viele Angebote der sozialen Infrastruktur sind ja jetzt auch ins Digitale nochmal stärker verlagert worden in den letzten 2 Jahren. Und auch da wollen wir darüber sprechen, wie wir Menschen in schwierigen Lebenslagen auf digitalem Weg bestmöglich unterstützen können. Und haben da ja auch ganz viel auch Erfahrung in den letzten Jahren gesammelt. Vor allem unsere Referentinnen und Referenten können sehr viel berichten über diese verschiedenen Dimensionen der Teilhabe, und damit möchte ich Sie auch direkt begrüßen und ankündigen. Wir werden es so machen, dass wir zunächst zwei Inputs hören von Wolfgang Schulzinski und Ada Pellert. Herzlich willkommen, ich stelle Sie gleich nochmal im Detail vor. Und dann in eine erste Rückfragerunde reingehen werden und dann eine zweite Inputrunde machen mit Andrea Büngeler und Heike Moorland. Und danach werden wir in die Diskussion in der großen Runde gehen. Wir sind, glaube ich, eine arbeitsfähige Runde. Das heißt also, da ist wirklich der Aufruf, auch sich in der Debatte dann zu beteiligen. Ich werde dann auch natürlich noch mal erklären, wie das bei uns technisch funktioniert. Genau, das vielleicht als Rahmen von meiner Seite. Ich würde dann darum bitten, dass wir Wolfgang Schulzinski sichtbar und hörbar schalten. Ich hatte eben ja angekündigt, dass wir mal ein paar technische Fragen zu klären hatten. Aber jetzt müsste es eigentlich funktionieren. Ich kündige Sie schon mal an. Wolfgang Schulzinski ist Vorstand der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Und die Idee ist natürlich, dass wir nicht nur über auch digitalem Weg Verbraucherinnen und Verbraucher besser informieren können, sondern dass wir eben auch über die digitalen Wege besser informieren können. Die Verbraucherzentrale klärt Menschen auf und ermöglicht so diese digitale Teilhabe, dieses etwas umständliche Wort, was ich vorhin versucht habe zu umreißen, was wir damit meinen. Herr Schulzinski, ich freue mich sehr, dass Sie bei uns sind und übergebe Ihnen jetzt gerne das Wort. Ja, Herr Woltrichter, vielen Dank. Bin ich zu hören? Klappt alles? Wunderbar. Ich habe gesehen, ich bin zum Diskussionsteilnehmer befördert worden gerade. Und da freue ich mich schon mal. Freut man sich immer über eine Beförderung. Und ich freue mich auch, dass ich eingeladen worden bin und an dieser spannenden und wichtigen Diskussion teilhaben kann. Ja, Sie haben es schon gesagt, digitale Teilhabe ist ein sperriges Wort. Und es gibt auch keine so richtige Definition dazu. Und es gibt dafür und es gibt auch nicht unbedingt, und das ist vielleicht ja noch wichtiger Parameter, mit denen man messen kann, ob das erreicht wird, wie weit kommen wir voran. Natürlich haben wir die technische Dimension, dass wem es überhaupt technisch möglich ist, teilzuhaben. Und Sie haben es kurz angesprochen, da wissen wir, dass da in den ländlichen Regionen etc. noch einiges gemacht werden muss, rein technisch, damit man überhaupt teilhaben kann an den Segnungen und Fortschritten der digitalen
der digitalen Verbindungen, sprich des Internets. Und das gilt natürlich auch für die Schulen. Wir haben ja jetzt in der Corona-Zeit sehr viel darüber gesprochen und insbesondere ja auch im Landtag war das ja auch immer wieder Thema. Wie können die Schulen, sprich die Schülerinnen und Schüler, technisch erstmal teilnehmen? So, und das ist natürlich die Voraussetzung und das ist ja, ansonsten bräuchte man nicht weiter zu sprechen. Dieser Rahmen muss bereitgestellt werden und das geht langsam, aber es geht dann natürlich tatsächlich auch voran. So, wie kann man denn diese Teilhabe, wenn man das Technische jetzt geklärt hat oder die Voraussetzung geklärt hat, weiter definieren? Wenn man das jetzt mal von der subjektiven Ebene betrachtet, also vom einzelnen Menschen, von den einzelnen Verbraucherinnen und Verbrauchern aus, dann könnte man sagen, es geht da erstmal um einen Teilnahmewunsch. Also an dem teilhaben wollen, was im Internet geschieht, und an der Digitalisierung teilhaben zu wollen. Dieser Wunsch ist unterschiedlich ausgeprägt und da geht es dann darum, welche Vorteile kann ich mir als Nutzerin, als Nutzer davon versprechen, wenn ich da eine teilhabe. Dann gibt es sowas wie subjektive Souveränität. Also fühle ich mich sicher im Umgang mit diesem Medium? Das heißt, der erste Schritt ist geklärt, ich möchte gerne teilnehmen. Und der zweite Schritt ist dann, ja, wie mache ich das denn und fühle ich mich sicher? Und da gibt es dann Unteraspekte und ein ganz wichtiger ist Vertrauen. Habe ich Vertrauen in das, was da passiert? Also fühle ich mich nicht nur technisch sicher, sondern glaube ich, dass dieses System funktioniert, mich schützt. Also im Straßenverkehr zum Beispiel wissen wir ja, im Prinzip funktioniert das System. Es gibt ausreichend staatliche Regelungen. Trotzdem muss jeder aufpassen, aber im Großen und Ganzen vertrauen wir darauf, dass das System funktioniert. Ist das im Internet auch so? Und das ist natürlich sehr unterschiedlich ausgeprägt. Ja, und zunehmend gibt es die Dimension des, ich habe eben den Teilnahmewunsch angesprochen, und zunehmend gibt es die Dimension des Teilnahmezwangs. Weil wenn man jetzt vielleicht vor 5 Jahren drüber gesprochen hätte, dann hätten wir gesagt, ja, das ist doch total wichtig, dass die Menschen auch im Internet einkaufen können, alle, und dass da alle Zugang haben und alle schön Preise vergleichen können, damit sie auch günstige Angebote wählen können. Und dann hätten wir darüber gesprochen, dass es wichtig ist, das ist natürlich immer noch wichtig, wie kann man Angebote bewerten, wie kann man diese ganzen Kaufempfehlungen, die mittlerweile ja eine ganz große Rolle spielen, wie kann man das einordnen? Wie kann man Informationen bewerten? Welche Informationen kann man vertrauen? Gerade zum Beispiel bei Gesundheitsinformationen. Da gibt es Indikatoren und Kriterien, wo man einordnen kann. Es ging aber eher darum, wie kann man freiwillig teilnehmen und an den Segnungen teilhaben. Aber wir sind mittlerweile ja deutlich weiter. Das ist durch die Pandemie getrieben worden und wir sind mittlerweile in einer Situation und es wird sich sicherlich noch mal deutlich beschleunigen und verschärfen, könnte man vielleicht sagen, dass es Angebote gibt, die nur noch digital zugänglich sind. Und dann kommen wir wirklich in eine Dimension von Teilhabe, wo es ja fast existenziell wird. Also ein bekanntes Beispiel ist ja das Bankwesen, das Finanzwesen. Die Filialen sind ja dramatisch auf dem Rückzug und die Banken wollen aus Kostengründen, dass die Menschen nur noch die Bankdienstleistungen im Internet wahrnehmen. Viele von uns machen das ja auch bereits. Also ich persönlich weiß nicht, ehrlich kann ich mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal in einer Filiale war. Und wenn ich darüber nachdenke, können die von mir aus auch alle abgeschafft werden, für mich persönlich. So. Aber das ist natürlich nur meine persönliche Meinung und viele, viele Menschen suchen noch den Kontakt in der Filiale für bestimmte Bankdienstleistungen. So, jetzt kann man sagen, ja, dann kriegen sie den halt nicht, ist halt Pech und der Bank entgeht dann eben ein Geschäft, ist halt auch Pech, aber natürlich gibt es eine ganze Menge Bereiche, in denen diese Teilhabe Voraussetzung ist. Die Versorgung mit Bargeld ist das eine, aber auch die Beratung zu bestimmten Bankdienstleistungen. Da kann man wieder dann drüber sprechen, ich sage jetzt mal so, was die Deutsche Bank macht, die Commerzbank macht, die Sparda etc., andere Banken, ist vielleicht deren Privatentscheidung.
Aber bei den Sparkassen mit einem Versorgungsauftrag sieht das natürlich noch anders aus. Ich kann jetzt nicht sehen, ob uns auch andere Grüne, insbesondere auch KommunalpolitikerInnen zuhören oder zuschauen. Aber viele sitzen auch in den Verwaltungsräten der Sparkassen. Und da kann ich nur dazu raten, auch diese Dimension in den Blick zu nehmen und nicht nur darauf zu hören, wenn das Sparkassendirektorium sagt, ja, Leute, ihr wollt doch unser Geld haben für eure Kommune. Und das kann ich nur optimieren, indem ich Filialen schließe. Also diese Dimension kommt auf der kommunalen Ebene auch eine Bedeutung zu. Wir hatten Fälle, in denen in der Pandemiezeit, als der Zugang zu bestimmten öffentlichen Angeboten, zum Beispiel zu Schwimmbädern, ja geregelt werden musste, dass man nur online noch ein Schwimmticket buchen konnte. Das kann es nicht sein, wenn man sieht, dass gerade viele ältere Menschen ja sehr gerne regelmäßig schwimmen gehen und das auch brauchen. Das ist eine wichtige Funktion eben von Teilhabe, um gesundheitlich fit zu bleiben. Und wenn dann es eine Voraussetzung ist, dass man das online macht, dann kann man schon darüber reden, ob da die Verantwortung einer Kommune nicht doch etwas in die falsche Richtung interpretiert wurde. So, also wir sprechen auch zunehmend über einen Teilnahmezwang. Was wird benötigt? Die technische Voraussetzung habe ich geklärt. Ich möchte auf eine wichtige Dimension eingehen, die ich schon angesprochen hatte, das Vertrauen. Wir wissen, dass viele Menschen, gerade auch ältere Menschen, kein Vertrauen haben. Das liegt zum einen daran, dass sie sich nicht ausreichend auskennen und ausgebildet fühlen. Es liegt aber auch daran, das muss man ja ehrlich sagen, dass in vielen Fällen man auch kein Vertrauen haben kann. Eine unserer Aufgaben als Verbraucherzentrale ist es ja neben den Bildungsangeboten, die schon angesprochen und Informationsangeboten, dass wir auch gegen Firmen vorgehen. Wir haben zum Beispiel gerade eine große Aktion für Internetanbieter gestartet. Da geht es um die sogenannten Cookie-Banner. Also die DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung, die wir ja jetzt seit 2 Jahren oder 3 Jahren, ich komme durch diese Corona-Zeit völlig durcheinander, wenn ich so Zeiträume bewerte, die wir jetzt seit einigen Jahren haben, über die manchmal geschimpft wird, die hat aber eine ganze Menge auch an positiven Aspekten gebracht. Ein Aspekt ist, dass jetzt ja über diese Cookies, das heißt über diese kleinen Unterprogramme, die zum Datensammeln da sind, informiert werden muss. Und man auch eine Wahlmöglichkeit als Verbraucherin und Verbraucher bekommen muss. Jetzt gibt es Unternehmen, die machen das super korrekt, da kann man direkt anklicken, nur notwendig. Und bei anderen ist es etwas versteckt, beziehungsweise wird man sehr schnell zu Fehlklicks verleitet, nämlich doch auf alles möglich zu klicken. Das ist rechtlich überhaupt nicht in Ordnung und deshalb gehen wir gegen solche Firmen vor. Und das ist ein Beitrag dafür, Vertrauen in das System zu schaffen, denn ohne Vertrauen kann es nicht funktionieren. Der politische Rahmen ist mittlerweile etwas besser geworden. Es wird sehr stark darum gerungen, auf nationaler und im Moment auch auf europäischer Ebene, wie bekommen wir den Rahmen insgesamt sicherer? Wie schaffen wir es, die ganz großen Datenkraken etwas mehr einzuhegen? Und wie schaffen wir es auch, und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt auch, ich habe jetzt den Datenschutz angesprochen, aber der Aspekt der Datensicherheit ist natürlich mindestens genauso wichtig. Wie schaffen wir es, Datensicherheit weiterhin zu bekommen? Wir alle wissen, dass täglich Tausende von Angriffen gegen alle Systeme, die wir haben, gefahren werden. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass natürlich die Nutzerinnen und Nutzer ihre Systeme aktuell halten, Updates machen und so weiter. Aber wir sagen, es ist genauso wichtig, dass die Anbieter, das heißt Privacy by Design und Security by Design, dass also Sicherheit durch Design, dass die Anbieter verpflichtet werden, und das sind sie teilweise jetzt auch, Updates vorzuhalten, sichere Passwörter nur zu ermöglichen. Also es gibt ja immer, man kann sich gerne darüber lustig machen, dass viele Verbraucherinnen und Verbraucher dann 123 als Passwort nehmen oder ihren eigenen Namen oder den Namen der Ehefrau. Alles braucht man auch gar keine Passwörter zu vergeben. Aber wir sagen, es ist auch die Verantwortung des Unternehmens, dass solche Passwörter gar nicht zugelassen werden. Und Sie wissen, das gibt es auch. Da wird gesagt, es muss mindestens ein Sonderzeichen und mindestens eine Zahl und ein Großbuchstabe und so weiter.
Und dann ist es auch schon viel, viel, viel sicherer. Und diese Pflicht kann man nicht nur beim Verbraucher, bei der Verbraucherin ablasten. So, das ist ein technischer Aspekt. Übrigens gibt es ja mittlerweile auch einige Rechte, was das Thema Geschwindigkeit im Internet angeht, dass man bis vor kurzem war man dran auf die Werbeaussagen, den Werbeaussagen der Anbieter ausgeliefert. Jetzt hat man Rechte, dass man auch einen Anschluss wieder zurückgeben kann oder Entschädigung verlangen kann, wenn die Leistung, die versprochen wurde, nicht eingehalten wurde. Kann man alles nur optimieren, aber ist auf dem richtigen Weg. So, das ist der politische Rahmen. Natürlich geht es auch um Bildung. Wir müssen verstärkt Angebote machen. In den Schulen läuft es allmählich an. Auch Schülerinnen und Schüler, die technisch natürlich absolut fit sind, wissen nicht genug über Datenschutz und Datensicherheit. Und für Menschen, insbesondere für bestimmte Altersgruppen, also es gibt durchaus eine ganze Menge älterer Menschen, die da sehr, sehr fit und sehr, sehr beweglich im Internet sind. Aber innerhalb dieser Gruppe der älteren Menschen gibt es auch eine große Gruppe, die gar keinen Kontakt haben mit dem Internet und das eigentlich dringend bräuchten oder sich nicht sicher fühlen. So, dafür muss es Angebote geben. Wir haben im Rahmen unserer Ehrenamtsstrukturen da Peer-to-Peer-Angebote im Verbraucherschutz. Und so etwas muss es aber viel, viel mehr geben, um Menschen, glaube ich, doch ein deutlich persönlicher geführtes Angebot zu machen. Ja, und letztlich, um zum Ende zu kommen, brauchen wir auch einen Rahmen, in dem es eben den zweiten Weg, den analogen Weg, zumindest im öffentlichen Bereich, dass der vorgeschrieben wird und weiter möglich ist. ÖPNV ist ein anderes Beispiel. Auch die stellen zunehmend ja nur auf Online-Zugang um. Und auch da müssen wir einen Rahmen schaffen, in dem auch eine analoge Teilhabe noch lange Zeit möglich sein muss. Private Firmen wird man dazu schwieriger zwingen können, obwohl wir auch da, wir sind letztens gegen einen Online-Anbieter vorgegangen, der alles ging online, nur die Kündigung, die musste man schriftlich machen. Das ist sozusagen das andere Extrem. Da geht es dann auch nur um Verhinderung von Rechten. Aber wir müssen in vielen Fällen weiter auch einen analogen Weg noch lange Zeit anbieten. Ich belasse es jetzt damit mal und kann sicherlich das eine oder andere noch in der Diskussion einbringen. Vielen Dank. Ja, prima. Ganz herzlichen Dank. Dann würden wir jetzt direkt weitermachen mit einem Input von Ada Pellert, die ich jetzt auch schon mal, während sie befördert wird, ganz herzlich begrüßen möchte. Ada Pellert, Sie sind Rektorin der Fernuniversität in Hagen, unter anderem auch Sprecherin der Digitalen Hochschule NRW. Das heißt also, sind sehr mit Digitalthemen vertraut und eben auch aus Ihrer Forschungstätigkeit mit Themen des lebenslangen Lernens. Wir haben ja gerade schon auch so das Stichwort Kompetenzaufbau, der dann auch zu Vertrauen und Sicherheit führt, einiges gehört. Und da freue ich mich sehr drauf, dass Sie uns jetzt noch ein paar weitere Gedanken zu diesen Themen und zu vielen weiteren Themen mit auf den Weg geben für unsere Diskussion. Herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich, dabei zu sein und kann vieles, was der Herr Schulzinski gesagt hat, nur unterstreichen und werde es auch kurz machen, damit wir dann in die Diskussion kommen. Ich finde, Sie haben das Thema sehr interessant gewählt, weil es einfach noch einmal auf den Chancenraum Digitalisierung hinweist. Ja, also da ist es, ich komme jetzt aus einer Einrichtung, die Fernuniversität, die wurde gegründet, damit mehr Teilhabe für Personen möglich ist, für die so ein klassisches, nur wenigen vorbehaltenes Präsenzstudium nicht möglich ist. Ja, und da stand sozusagen am Anfang und an der Wiege die Überlegung, wie organisiere ich Partizipation, Teilhabe? Und aus diesem Wunsch, auch diesem bildungspolitischen Wunsch, folgt dann, okay, dann muss ich über ein orts- und zeitunabhängiges Studium nachdenken. Dann muss ich nachdenken, vielleicht helfen mir Medien, Menschen zeit- und ortsunabhängig zu erreichen und für sie ein Studium bereit zu halten. Und das ist ein wichtiger und sozusagen ein sehr zukunftsgerichteter Gedanke, den wir
wieder aufnehmen sollten. Ja, was war denn da auch an der Wiege? Und ich glaube in der Tat, wie wir jetzt auch erleben, also das hat Voraussetzungen, ne? Das passiert nicht einfach so. Also ich sage auch, man kann nicht einfach sagen, ich öffne alle Tore und kümmere mich nicht, ob auch alle in der Lage sind, die Tür zu durchschreiten, sondern ich muss dann einfach überlegen. Aber trotzdem, am Anfang muss der politische Wille stehen, dass man sagt, ich verwende diese Instrumente, um Partizipation und Teilhabe einfach auch zu erhöhen, weil mir das ein wichtiges politisches Ziel ist. Das Gleiche gilt runtergebrochen auf jede einzelne Einrichtung. Also wir haben uns ja jetzt alle sozusagen unter dem Brenngras Corona sehr, konnten wir sozusagen aktiv, passiv zuschauend mit dem Schulgeschehen auseinandersetzen. Für die Republik wurde sozusagen an die Oberfläche befördert, was halt viele, die da schon näher dran waren, länger sagen, dass wir da irgendwie nachlegen müssen. Aber siehe da, es ist auch da so, wenn ich es einfach laufen lasse, ja, dann kommt sehr häufig so ein Matthäus-Prinzip, wer hat, dem wird gegeben. Ich muss dann einfach auch schauen, was muss ich tun, um diese Zugänglichkeit, dieses Versprechen auch einzulösen. Herr Schulzinski, Sie haben die technischen Geschichten, brauchen wir jetzt nicht vertiefen, wissen wir, haben Sie genannt zu Recht. Ja? Ich würde daher ergänzend noch so einen, zwei Aspekte auch für, ich bin, da kommen meine Beispiele stark aus diesem Bereich, aber es muss eben auch eine Schule sozusagen interessiert sein an sozialer Teilhabe. Also es müssen Menschen dort sein, von der Leitung bis zum einzelnen Lernenden, sagen, das ist mir wichtig. Ja, ich will das organisieren, also genauer hinschauen. Und ich glaube, das trifft sozusagen auf jede einzelne Einrichtung. Martin Bolte-Richter hat schon erwähnt, dass ich mich ja mit dem lebensbegleitenden Lernen sehr beschäftige. Da ist auch Voraussetzung, ich möchte überhaupt wissen, ja, welche Zielgruppen habe ich, was haben die für unterschiedliche Bedürfnisse, wie erreiche ich sie zielgruppenspezifisch. Und insofern glaube ich, die einzelne Schule muss auch befähigt werden, da genauer hinschauen zu können. Und zwar die einzelne Schule, ich glaube, dass da jede einzelne Einrichtung sehr unterschiedliche Voraussetzungen hat. Ja? Die einen haben überhaupt kein Zugänglichkeitsproblem und die anderen sitzen in einem Brennpunkt. Das alles weist darauf hin, wir müssen Institutionen auch sozusagen befähigen, dass sie das interpretieren können, eigenständig. Das ist mir ein hohes Anliegen, weil wir werden so eine große politische Mission nur runterbrechen können, wenn wir sagen, also was ist eigentlich die Einheit, die sich darum kümmert? Und da ist die einzelne Einrichtung eine wichtige, der muss das ein Anliegen sein. Ich habe erlebt, also das Phänomen Digitalisierung ist ja auch im gesamten Bildungsbereich quasi so drüber geschwappt jetzt. Ja, man hat so einen großen Feldversuch hinter sich, das am eigenen Leib erprobt. Das hat viele gute Seiten, weil ich habe einfach gemerkt, man muss einfach vieles mal ausprobieren und nicht Jahre mit einfach theoretischen Diskussionen verbringen, sondern manchmal muss man ins kalte Wasser springen und schauen, was macht das eigentlich mit einem, und dann setzt Lernen ein, weil dann spürt man im wahrsten Sinn des Wortes leiblich, emotional, was macht das eigentlich mit uns. Das finde ich auch eine ganz wichtige Erfahrung. Und was löst es aus im Umfeld? Und da, denke ich, haben wir jetzt gelernt, ja, das war auch so ein Brennglas, worauf muss man schauen? Also, technische Ebene haben wir. Die zweite ist, man muss es wollen. Die dritte ist, wie kompetent sind wir, überhaupt das Phänomen zu verstehen? Ich glaube, dass Digitalisierung ein so massives Transformationsphänomen ist, dass wir sind da sozusagen überschwappt worden insgesamt und müssen jetzt so nachlegen und uns zunehmend kompetent machen, damit wir wieder sozusagen vor die Welle kommen. Ja? Und das hat ja auch Herr Schulzinski angesprochen, also ein Punkt, Qualitätssicherung. Ja? Also die Verbraucherzentrale ist eine wichtige Einrichtung, die mir hilft, das überhaupt zu sortieren. Das, insofern, glaube ich, müssen wir, werden wir auch lernen, dass wir Qualitätssicherung auf verschiedenen Ebenen brauchen, dass wir uns auch wieder sehnen werden nach Qualitätsjournalismus, ja, der irgendwie bewertet diese Flut an Informationen, die sozusagen ungefiltert ist. Und insofern hat sich das, glaube ich, hochgeschoben, dass wir
Qualitätssicherung und Kompetenzentwicklung. Bei den Lehrenden haben wir gesehen, die sind genauso überschwappt. Ja, da sind Jugendliche, die kennen sich mit dem Phänomen besser aus. Also wie befähigen wir die Lehrenden in allen Bereichen, dass sie damit kompetent umgehen? Und das müssen wir in einer guten und sehr sozusagen energischen, aber lustvollen Art und Weise organisieren. Das sehe ich als Desideratum. Das glaube ich nicht, dass sich das einfach mit dem natürlichen Lauf der Dinge entwickeln wird, sondern da müssen wir ganz kräftige politische, sektorübergreifende Impulse setzen. Sonst wird sozusagen der Beitrag der Lehrenden zur Teilhabe gering bleiben, weil sie selber nicht einschätzen können, was heißt das eigentlich. Ja, also das sind einfach ganz wichtige Multiplikatoren. Und je besser es uns gelingt, die zu vernetzen, kompetent zu machen, aber auch in einer Form zu vernetzen, dass sie sich austauschen können, ihre Erfahrungen austauschen können, desto mehr befähigen wir das Lernen der Einrichtungen. Ja, weil ich glaube, da gibt es ganz viele engagierte Menschen, denen ist soziale Teilhabe ein hohes Anliegen. Aber ich glaube, sie müssen dabei unterstützt werden. Wie kann man das organisieren? Was gibt es da für Möglichkeiten, Beispiele etc.? Ich glaube, wir müssen das Thema Medienkompetenz deutlich ernster nehmen, deutlich ernster nehmen. Ja, das ist immer noch so, so ein Ceterum Censeo der letzten Jahre. Das reicht nicht. Und ich fände es auch, also wenn ich 2 Minuten träumen darf, ein tolles Thema für intergenerationales Miteinander. Warum nehmen wir diese unterschiedlichen, die bringen da viel Fingerfertigkeit und Umgang mit, ja? Und warum fürchten wir uns als Vertreter sozusagen, wenn ich jetzt Lehrerin wäre, die wissen da vielleicht mehr, sondern wie packen wir den Stier bei den Hörnern und sagen, lasst uns, zeig mir du, was du kannst, und ich bette es ein und sag, was sind da potenzielle Gefahren, worauf muss man achten, etc. Also das wäre eine wunderbare Form von eines organisierten Miteinanders, das dann auch, glaube ich, Teilhabe verbessert. Noch ein Punkt, zielgruppenspezifisch. Ja, also ich glaube eben, Schüler brauchen was anderes als Lehrer, aber miteinander können die das gut bewegen. Ich war ja auch im Digitalrat der Bundesregierung, da hat uns das Thema Datenstrategie, also es gibt ja jetzt sowas wie eine nationale Datenstrategie, da haben wir uns sehr engagiert, weil wir das einfach wichtig finden, dass man versteht, wofür stehen Daten heute? Das ist aber ein sehr abstraktes Thema. Ja? Also das muss man sehr runterbrechen, dass man irgendwie versteht als durchschnittliche Bürgerin, warum ist das wichtig? Und wir haben dann zum Beispiel mit dem Volkshochschulverband eine App Stadt-Land-Datenfluss. Ja? Dass man irgendwie so anhand einer kleinen spielerischen App mal versucht, in der allgemeinen Erwachsenenbildung dieses etwas dröge theoretische Thema runterzubrechen. Und ich glaube, sowas brauchen wir, ja, weil am Ende des Tages geht jeder um mit seinen Daten. Ja, das ist sehr freigebig. Wir diskutieren in dem einen Sektor in der Schule intensivst über Datenschutz und probieren gar nichts aus vor lauter Angst. Und privat sind wir unterwegs. Ja, da wird einem dann auch schon wieder als sehr, sehr sozusagen offener Mensch unheimlich. Also kurzum, Kompetenzentwicklung, die uns befähigt, mit dem Phänomen umzugehen, wird zu mehr Teilhabe führen. Und dann können wir, glaube ich, diese Chancen besser erschließen. Ja, ein Phänomen, was uns einfach erschlägt und auch ein Stück Angst macht, das führt nicht dazu, dass ich mehr partizipieren will. Und das heißt, auf der politischen Ebene finde ich die Anregung auch nochmal gut, sozusagen mit Indikatoren zu arbeiten und zu sagen, wenn uns das ein Ziel ist, Teilhabe, woran machen wir sie fest und wie machen wir sozusagen ein Monitoring, ja, dieser Ziele? Sind wir im Jahr 2024 da schon mit Hilfe digitaler Mechanismen partizipativer? Haben wir mehr Teilhabe? Und runtergebrochen kann das eigentlich jede Einrichtung machen. Ja, also auch uns beschäftigt, wie barrierefrei sind wir wirklich? Auf welchen medialen Kanälen haben wir das organisiert, dass wir barrierefrei ist? Das ist auch immer eine große An- und Zumutung. Aber das heißt Teilhabe. Ja? Und am Anfang steht, ich will das überhaupt und glaube, dass das ein hoher Wert ist.
Und damit möchte ich schließen. Ich glaube, dass wir wieder zu diesen Chancen, die das Phänomen zurückbietet, auch zurückkehren sollten. Nicht naiv, ja, nicht naiv. Wir haben jetzt auch erlebt, viele sozusagen Kollateralschäden, worauf muss man schauen, damit das auch gut, in guter Qualität gelingt. Aber ich fände einfach toll, dass man die gemachten Erfahrungen jetzt nützt für das, was Sie jetzt hier machen, auch ja, eine reflektierte Diskussion, wie kommen wir weiter und nicht mehr dieses Schwarz-Weiß, was ich sehr stark beim Phänomen Digitalisierung höre. Ja? Also das ist man entweder dafür oder dagegen. Also das wird uns irgendwie nicht gesellschaftlich nicht weiterbringen. Aber da würde ich es jetzt mal gut sein lassen und freue mich auf die Diskussion. Vielen Dank. Ja, da können wir auch gerne schon in eine erste Runde an Rückfragen einsteigen. Ihr könnt euch entweder einfach über den Chat einbringen oder über das Handheben-Tool gibt es hier ja auch. Also wenn ihr euch direkt zuschalten möchtet, geht das natürlich auch. Ich würde vielleicht ansonsten gerne die Chance nutzen, dass wir für so eine kurze Rückfragerunde würde ich gerne Frau Pellert Sie einmal fragen. Sie haben eben so dieses Stichwort angesprochen, es gibt unterschiedliche Voraussetzungen über alle Institutionen. Das ist natürlich ein Befund und ich finde auch die Konklusion zu sagen, ja, da müssen wir auch die Institutionen befähigen, auch sich dessen bewusst zu sein und darüber auch nachzudenken, wie schaffen wir das. Aber das ist aus meiner Sicht ja auch eine Kulturfrage. Und Kultur verändere ich ja nicht dadurch, dass ich sage, so, ihr macht jetzt mal eine andere Kultur bei euch in der Organisation oder bei euch in der Organisation. Wäre schön, wenn das so einfach ginge. So, aber was sind denn aus Ihrer Sicht da konkrete Anknüpfungspunkte, dass wir eben diese Offenheit, die Sie ja auch eingefordert haben, zu Recht eingefordert haben, stärker noch verankern können? Vielen Dank, das ist genau das Stichwort. Also ich weiß auch, wir haben auch im Digitalrat zum Beispiel in jeder Sitzung, irgendwie kam man bei dem Phänomen Digitalisierung am Schluss immer auf das Mindset, ja, auf die Kultur. Weil wir auch die Gefahr laufen, insofern finde ich das wichtig, wenn wir alles, was wir haben, einfach nehmen und digitalisieren, das wäre eher eine Horrorvorstellung. Ja? Wenn wir also nicht das zum Anlass nehmen und sagen, Moment, also was wollen wir? Wir haben hier in Hagen ein sozusagen New Learning Manifest auf den Weg gebracht, weil wir aus der Erfahrung mit medienbasierten Lernen und Lernen gesagt haben, wenn ich am Anfang mir nicht die Frage stelle, was verstehe ich eigentlich unter gutem Lernen, dann gieße ich irgendeinen alten Wein halt jetzt in einen digitalen und umso sozusagen betonierteren Schlauch, wenn ich das so salopp sagen kann. Das hilft nicht. Also wenn man das nicht zum Anlass nimmt, und das ist am Ende auch ein Stück die Kulturfrage, also es sind zwei, es ist die Missionsfrage, wofür stehe ich, was will ich, was ist mir als Institution, als Partei, als Land wichtig und hilft mir zur Erreichung dieses Ziels das Phänomen, ja? Also die Zielrelation und das andere, in welcher Kultur betreiben wir das? Und ich glaube, dass wir haben ja auch wahrscheinlich durch Corona ein Brennglas erlebt, also wir tun uns ungemein schwer, unsere Prozesse sozusagen einfach zu durchforsten und vielleicht zu entsorgen da und dort. Also wir haben ganz viel zum digitalen Staat und zur Verwaltungsinnovation diskutiert, einfach wenn wir nämlich die ganzen Prozesse gleich lassen und sie digitalisieren, dann wird das Land nichts gewinnen. Und da sind wir genau bei Ihnen und das hat was zuerst mit einer kulturellen Vergewisserung. Was will man da eigentlich und wie will man das? Na, die Kultur zielt ja dann so ein wenig, da gehört so ein bisschen mehr Mut, mehr Freude zur Zukunft, mehr Risikobereitschaft, mehr Ausprobieren, das sind kulturelle Momente. Da haben Sie völlig recht. Und ich glaube, wir sollten uns wirklich die Zeit nehmen aber wirklich immer wieder zwingen, dorthin zu schauen. Also auf diese kulturelle Ebene kann ich Ihnen nur beipflichten. Ja, vielen Dank.
Und ich würde dann eine Nachfrage bei Ihnen, Herr Schulzinski, gerne noch anbringen. Das war ganz am Anfang Ihres Inputs, dass Sie gesagt haben, uns fehlen eigentlich, oder es gibt keine Parameter, um Teilhabe zu messen. Das fand ich einen ganz interessanten Gedanken, weil wir ja auch durchaus darüber sprechen, so, naja, wir wollen ja vorankommen und wenn wir dann keine wirklichen, oder wenn wir nicht so genau wissen, wo wir eigentlich hinwollen, was also Parameter sein können, wie können wir dann Fortschritte messen? Also gibt es aus Ihrer Sicht Parameter, vielleicht sektorspezifisch, sektorübergreifend, wie wir digitale Teilhabe stärker, ich will jetzt nicht nur sagen messen, sondern auch verstehen können? Das ist weites Feld. Ich würde aber da anknüpfen, was Frau Pellert gesagt hat. Wir müssen uns ja erstmal über die Ziele verständigen und dann können wir gucken, wie messen wir denn, ob wir diese Ziele erreicht haben. Und in der Tat, wenn wir schlechte analoge Prozesse digitalisieren, dann wären es eben schlechte digitale Prozesse. Und manchmal hilft es zwar trotzdem, sie zu digitalisieren, weil man wird man gezwungen, nochmal drüber nachzudenken. Und dann kann man das ein oder andere besser machen. Und wenn wir uns da gesellschaftlich auf Kriterien verständigen, ich komme jetzt gleich noch dazu, was man da nehmen könnte, dann käme man da weiter. Das bedeutet aber auch ein bisschen, das ist jetzt für Politik immer schwierig, ein bisschen Regulierung auch. Ja. So jeder Wirtschaftspolitiker, sei es im Land, sei es im Bund, der hat so in den Augen immer Start-up. Wir müssen irgendwie Start-ups gründen. Das muss möglich sein, ohne Bürokratie und ohne alles. So, ne, wissen Sie, Sie wissen das am besten. So, und das ist ja auch alles klasse. Und trotzdem kann man doch einen Rahmen dafür schaffen. Kann man sagen, wir als Staat, wir fördern nur Start-ups, die folgende Regeln einhalten, die nämlich, was weiß ich, was Datenschutz und Datensicherheit angeht, nur ein paar Grundregeln einhalten. Wir fördern Startups, die vielleicht, was Barrierefreiheit angeht, ein paar Kriterien anhalten. Ja, ich weiß, dann hat man schon wieder diesen Zielkonflikt zwischen Schnelligkeit und dynamisch und so gegen die großen Länder, anderen Länder dieser Welt, wo es alle diese Regeln nicht gibt, sozusagen dagegen in Konkurrenz zu sein. Aber wir brauchen eine gesellschaftliche Diskussion, welche Regeln wir haben wollen. Die gibt es auch, diese. Ich will da gar nicht pessimistisch sein. Wir haben eine Datenethikkommission bei der Bundesregierung gehabt. Die haben sehr gute Ergebnisse erzielt. Aber jetzt mit der Umsetzung muss man dann zum Beispiel mal gucken, da hapert es dann auch schon wieder etwas. Wenn man das praktisch komplett der sich selbst regulierenden Wirtschaft oder auch dem sich selbst regulierenden pädagogischen System überlässt. Und da müssen wir uns zusammensetzen, um solche Kriterien, von denen man eben ein paar bei Datenschutz und Datensicherheit sind, die relativ leicht zu bekommen. Und was Teilhabe angeht, vielleicht etwas schwieriger. Ich sage jetzt mal so, ältere Menschen tun sich zum Beispiel schwerer damit, wenn ständig Pop-ups aufplatzen, links, rechts, unten, überall. Morgen sieht die Startseite schon anders aus als gestern. Und ich habe gerade gelernt, wo ich draufklicken muss. Das ist jetzt nicht besonders barrierefrei, muss man aber gucken, wie man da regulativ eingreift. Ich sage jetzt mal, bei Angeboten der öffentlichen Hand kann man da stärker eingreifen als bei Wirtschaftsangeboten. Bei Angeboten, die der Teilhabe zwingend für Teilhabe sind, ich sage jetzt mal ÖPNV oder Strom- und Gasanbieter, kann man höhere Regeln ansetzen als bei einer Online-Versicherung. So. Aber ich denke, man muss es machen. Wie gesagt, wir sind da ja auch schon auf dem Weg dazu, aber man muss das machen und dann kann man auch Indikatoren im nächsten Schritt entwickeln, um zu gucken, wird es jetzt erfüllt, wird es nicht erfüllt. Und es gibt, man kann auch sicherlich, und ich meine, sowas gibt es auch schon, solche Kategorien schaffen. Ist man fit im Internet? Ist man sehr fit? Ist man nur ein bisschen fit? Ich meine, dafür gibt es auch schon Kategorien, die man dann auch stärker, breiter anlegen kann bei Bildungsangeboten. Wunderbar. Ganz herzlichen Dank für diese erste Runde. Wir werden das jetzt so machen, dass wir
Sie, Frau Pellert, und Sie, Herr Schulzinski, dankend noch einmal aus dem Bild rausschalten und dann gleich in den zweiten Block, in den zweiten Diskussionsblock gehen und Sie dann aber natürlich für die Diskussionsrunde am Schluss nochmal auch wiedersehen werden, nur um das einmal darzustellen, wie es jetzt weitergeht. Zwischendrin vielleicht einmal der Hinweis, während wir hier hin und her schalten, dass wir ja eine Reihe von Veranstaltungen gerade machen zu den unterschiedlichen Dimensionen der Sozialpolitik in Nordrhein-Westfalen und da ein ganz breites Angebot haben und den Link zu den weiteren Veranstaltungen, den stelle ich jetzt einmal, nein, stellt Michael, vielen Dank, in den Chat ein. Und da könnt ihr euch sehr, sehr gerne für anmelden. Genau. Wir wollen in der zweiten Runde jetzt noch etwas stärker über die Teilhabedimension, gerade für Menschen in sozialen, in schwierigen sozialen Lagen, das heißt also zum Beispiel von Armut betroffene Menschen sprechen. Wir wollen über Bildungsfragen sprechen, über Jugendhilfe. Was bedeutet Digitalisierung in dieser Hinsicht? Welche Chancen gibt es, um die soziale Teilhabe durch Digitalisierung zu erhöhen? Aber vor allem eben auch, welche Herausforderungen gibt es beispielsweise für Kinder aus armen Familien, wenn vor dem Ende des Monats das Datenvolumen halt nicht mehr für den Distanzunterricht reicht und Ähnliches mehr. Da werden wir werden wir jetzt einige Impulse hören. Und wir starten mit Andrea Büngeler. Sie ist Geschäftsführerin des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes in Nordrhein-Westfalen. Und ich sehe Sie jetzt. Super. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr auf Ihren Input. Ja, herzlichen Dank. Dankeschön für die Einladung. Ich begrüße auch alle Teilnehmenden. Manches ist jetzt schon gesagt worden, aber ich denke, wir werden versuchen, nochmal den Aspekt der freien Wohlfahrtspflege und der Nutzerinnen und Nutzer und der Menschen, für die wir da sind und die wir betreuen, zu beleuchten an der Stelle. Wir haben Frau Mörland vom Diakonischen Werk und ich, wir haben uns das ein bisschen aufgeteilt. Ich werde sozusagen den allgemeineren Teil mal beleuchten und sie geht dann nochmal spezifischer auf das Schwerpunkt Armut und von Armut betroffene Menschen ein. Wichtig finde ich an der Stelle, dass wir sozusagen als Spitzenverband der freien Wohlfahrtspflege immer einen doppelten Blick haben. Einmal auf die Menschen, für die wir Partei ergreifen, für die unsere Mitgliedsorganisationen Dienstleistungen vorhalten, auf der anderen Seite aber auch immer sozusagen ein bisschen den Blick nach innen, also auch die sozialen Einrichtungen selber, die Angebote vom Altenheim über die Kita, über Beratungsstellen, müssen sich ja auf den Weg mit Digitalisierung machen. Unter Corona mussten sie es machen und auch dafür braucht es Kompetenz und Geld. Ich finde, das darf man nie vergessen. Und es ist gesagt worden, Digitalisierung ist das Megathema der letzten Jahre. Und es ist, und ich glaube, das ist mittlerweile auch allen deutlich geworden, mehr als nur Technik. Also Anfang ging es ganz viel um Technik. Es braucht mehr. Und ich sage mal, Corona hat uns in eine Lernkurve geschleudert, die wir, glaube ich, so noch nie hatten. Also plötzlich Homeoffice, Homeschooling, digitale Besuche über FaceTime und ähnliches, wir keine Werbung machen, im Pflegeheim, um die Eltern oder die Großeltern noch in Kontakt zu kommen. Also es war auch ein bisschen eine Zwangsdigitalisierung, von der sich vielleicht der oder die ein oder andere auch ein bisschen überrollt gefühlt hat an der Stelle. Man konnte sich dem aber nicht entziehen. Und ich glaube, es ist jetzt der Zeitpunkt, darüber nachzudenken, wie kriegt man das sozusagen wieder in Strukturen, wie kriegt man die Kompetenz dafür geschaffen und wie schaffen wir es, dass wir keine Spaltung in der Gesellschaft bekommen. Denn digitale Teilhabe nach unserem Verständnis ist ja Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen in all seinen Facetten. Insofern geht ja nicht um mehr, sondern es kann durch technische Unterstützung Zugänge erleichtern, gerade vielleicht für Menschen mit Handicap. Aber es darf nicht
zum Luxusgut werden und von meinen finanziellen und vielleicht auch technischen Möglichkeiten abhängen. Und insofern muss man gucken, gibt es sozusagen, das ist auch bei Herrn Schulzinski schon angekommen, welche Möglichkeiten habe ich, wenn ich an Digitalisierung so schnell oder noch nicht oder vielleicht auch gar nicht teilnehmen kann. Also ich habe das eben gelesen, durch Zufall passt, finde ich, ganz gut. Die Deutsche Bahn will jetzt für kurz entschlossen im Fernverkehr keine Zugtickets mehr in Papierform an den Markt bringen. Ja, was mache ich denn, wenn ich aufgrund meiner körperlichen Einschränkungen das aber mit dem Handy nicht kann? Oder wenn ich, und das gibt es tatsächlich noch, kein Smartphone habe, sondern stinknormales Handy. Also ja, so, dann kann ich nicht Bahn fahren oder nicht kurz entschlossen oder ich muss mir einen suchen, der es macht. Also ich finde, da müssen wir sehr aufpassen, was da passiert. Das Thema Datenschutz ist gefallen und hier, wie soll ich sagen, erlebe ich auf der einen Seite, dass man als Einrichtungsträger mit unglaublichen Anforderungen, ich sage mal, überzogen wird, die zum Teil berechtigt sind, zum Teil aber unglaubliche Hürden und sehr viel, ja, wo manchmal nicht klar ist, wie soll man es machen. Auf der anderen Seite aber auch sehr viel Freiheit und Leichtfertigkeit, wenn man so an Social Media denkt, was man da alles so machen und tun kann. Ich glaube, es ist wichtig, und auch das ist gesagt worden, dass wir gucken müssen, wie kriegen wir die Menschen in die Lage versetzt, dass sie digital teilhaben können. Wie können auch die Barrieren im digitalen Raum so gering wie möglich sein? Und dann ist sicherlich Alter ein Kriterium. Dann ist es die Frage, sozusagen, welche Einschränkungen habe ich als Mensch mit unterschiedlichen Behinderungsformen? Welche finanziellen Möglichkeiten habe ich, aber vielleicht auch welche sprachlichen Möglichkeiten habe ich? Und dazu gehört, klar, stabiles Internet, dazu gehört aber auch sozusagen die Ausstattung mit digitalen Endgeräten. Also man guckt, wie lange, und ich glaube, es ist immer noch nicht wirklich abgeschlossen, es gedauert hat, bis die Schulen den SchülerInnen digitale Endgeräte zur Verfügung stellen konnten. Und wenn dann eine Summe ausgelobt war, ich glaube, anfangs waren es 100 oder 150 Euro, da kriegt man aber nichts für. Und es ist alles andere als gesund, sozusagen dem Schulunterricht an so einem Smartphone zu folgen. Also das hat was, das geht auf die Augen, das geht auf die Nacken, also gesundheitliche Folgen, ich glaube, die noch keiner wirklich untersucht hat. Es braucht eine Medienkompetenz. Also ich muss ein bisschen wissen, was eine App ist, was ein Browser ist, welche Daten, woher, wie ich mich zurechtfinde. Ich muss aber auch wissen, sogenannte Soft Skills, wie das so schön heißt, wie verändert sich Kommunikation im digitalen Raum? Bin ich das wirklich noch? Man kann jetzt diese wunderbaren virtuellen Hintergründe einblenden und dann sitzt der eine auf den Bahamas und der andere im Skiurlaub. Man vergisst aber dabei, dass das optisch manchmal so aussieht, als würden die Haare unter Strom stehen. Also was ist überhaupt noch echt? Ist mein Gegenüber noch echt? Weiß ich ja auch eigentlich nicht. Ganz schwierig an der Stelle. Und auch diese Risiken, ich hatte das eben angesprochen, Social Media. Facebook, Insta, TikTok, Twitter, wie das alles heißt, dass man, da glaubt man, man ist privat, wundert sich dann aber, wenn man plötzlich sich um eine Stelle bewirbt, warum man die nicht bekommt, weil vielleicht der zukünftige Arbeitgeber geguckt hat, was man so postet und denkt, passt vielleicht gar nicht zu uns, ist vielleicht in einer Gesinnung, die nicht zu unserem Haus passt oder zu unserer Einschätzung. Auch für diese digitalen Räume muss es sichere Räume geben, barrierearme Räume. Und insofern glauben wir, dass es Kompetenzzentren braucht, wo man tatsächlich lernen kann. Ich kann nicht erwarten, dass die Leute sich das alles selber beibringen. Dazu brauche ich ja schon eine gewisse Medienkompetenz an der Stelle. Und es braucht, glaube ich, finanzielle Mittel, damit man diese Unterstützungsangebote vorhalten kann, aber auch die Technik zur Verfügung stellen kann. Ich glaube, dass das immer wichtig wird. Also es gibt jetzt ganz viel, ich soll meine Steuererklärung am besten digital, viele Leistungen, Jobcenter digital, ich muss das alles können. Ich finde, es darf kein Nachteil entstehen, wenn ich es nicht kann. Ganz große Sorgen macht uns als freie Wohlfahrtspflege, uns als Paritätischen, das geht aber vielen so, das Online-Zugangsgesetz. Das soll bis Ende 2022, es gibt jetzt Verlautbarungen, es wird sich verzögern. Ich glaube, es ist überhaupt noch nicht im Bewusstsein der Bevölkerung angekommen, was da passiert. Ich weiß auch gar nicht, ob das in jeder Kommune angekommen ist. Und ich kann sagen, bei unseren Trägern ist es überhaupt noch nicht in Gänze angekommen. Und wie kriegt man es hin, dass dann die Angebote, die da sind, tatsächlich alle sichtbar sind, dass auch
die Einrichtungen und Dienste sich da präsentieren können, damit sozusagen das Wunsch- und Wahlrecht der BürgerInnen weiterhin gewährleistet ist. Und ich glaube, hier ist tatsächlich auch eine Aufgabe von Politik, da in Kontakt zu gehen. Bislang gibt es wenig strukturierte Gespräche dazu mit der freien Wohlfahrtspflege. Und uns ist es ein großes Anliegen, dass die soziale Schere jetzt nicht noch sozusagen verstärkt wird oder es eine zweite gibt, was die Digitalisierung angeht. Und dass es eben nicht davon abhängen kann, wie gesagt, wie viel Geld ich habe, was mein sozialer Status ist, wie alt ich bin, welche Behinderung ich habe oder was sonst. Wir müssen, da bin ich ein bisschen bei den Vorrednern, Digitalisierung ist eine Chance und die, finde ich, müssen wir nutzen. Aber Digitalisierung heißt, es ist ein Entwicklungsprozess, es ist ein gesellschaftspolitischer Entwicklungsprozess, es ist in der Organisation ein Organisationsentwicklungsprozess. Herr Schulz-Hitzig hat es gesagt, einen schlechten Prozess mache ich digital nicht besser. Das, glaube ich, gilt auch für die Gesellschaft. Und es ist auch ein persönlicher Entwicklungsprozess. Auch ich muss zusätzliche Kompetenzen mir aneignen an der Stelle. Und das alles müssen wir bedenken. Und insofern, glaube ich, geht es immer um Unterstützungsstrukturen, um alle Menschen in ihrer Vielfältigkeit mitzudenken und dann das Ganze konstruktiv zu wenden. Soweit vielleicht von mir ein erster Input. Danke. Wunderbar, ganz herzlichen Dank. Dann würde ich sagen, wir machen direkt weiter mit dem zweiten Input im zweiten Block, nämlich mit Heike Mörland. Sie sind Leitung des Geschäftsfelds berufliche und soziale Integration beim Diakonischen Werk Rheinland-Westfalen-Lippe e.V. Frau Büngeler hat es eben schon gesagt, was Ihr Schwerpunkt sein wird, nämlich das ganze Thema rund um Armut und digitale Teilhabe. Und darauf freuen wir uns jetzt sehr. Es gibt weiterhin die Möglichkeit, sich einzubringen über den Chat, Fragen hier reinzustellen. Wir werden gleich wieder erst eine Rückfragerunde machen und dann in die Diskussion mit allen Teilnehmenden gehen. Aber jetzt, Frau Mörland, Sie haben das Wort. Herzlichen Dank. Ich möchte eingehen auf die zentralen Erkenntnisse, die wir in der freien Wohlfahrtspflege gesammelt haben, in NRW, aber auch in der Diakonie Deutschland, in der Zusammenarbeit mit Menschen mit Armutserfahrung in Bezug auf die digitale Teilhabe. Es ist eben schon öfter angesprochen worden, Voraussetzung digitaler Teilhabe. Ich möchte darauf, das ist eigentlich der Schwerpunkt, worauf ich eingehen möchte, um nochmal zu zeigen, was bedeutet das eigentlich. In der Zusammenarbeit mit den Menschen mit Armutserfahrung erleben wir eine sehr große Offenheit gegenüber Digitalisierung. Und es ist auf allen klar, wir brauchen Digitalisierung. Also wenn jetzt viele Kritikpunkte kommen oder viele Problembenennungen kommen, ist das nicht damit verbunden, dass wir sagen, nee, wir wollen das alles nicht, sondern eher, um darauf hinzuweisen, wo die Knackpunkte liegen. Denn digitale Zugänge entscheiden über Teilhabe und wer nicht digitalisiert ist, kann sich eben auch in der digitalen Öffentlichkeit nicht einbringen. Und das ist auch eine Frage an die Demokratiegestaltung. Also insofern ist das ein ganz wesentlicher Punkt, wirklich alle mitzunehmen. Die zunehmende Digitalisierung, so nehmen wir das wahr, verschärft die gesellschaftliche Ausgrenzung. Das ist nicht nur eine Frage des Geldbeutels, aber eben auch eine Frage des Geldbeutels. Es gibt auch ganz viele andere Ausgrenzungsmerkmale, aber die finanziellen Mittel sind ein wesentlicher. Die Voraussetzungen für digitale Teilhabe sind erstens eine entsprechende aktuelle technische Ausstattung, zweitens der Zugang zum Internet und drittens die Fähigkeit, mit dem Internet, mit den digitalen Medien auch gut umzugehen. Bei der Ausstattung und eben was passiert, wenn man diese Ausstattung nicht hat, wurden folgende Probleme benannt. Unter anderem, es gibt noch eine ganze Latte mehr, aber das sind die Kernprobleme. Einmal die Ausstattung mit den digitalen Endgeräten. Frau Büngeler hatte eben das ja schon angesprochen, was die Schulcomputer angeht. Das trägt sich natürlich fort auch in andere Altersklassen, will ich sagen, oder andere Lebensumstände bei Alleinstehenden, bei Menschen ohne Kindern kommt es durchaus vor, dass Haushalte ganz ohne digitale Endgeräte auskommen müssen. Auf älteren Geräten, die zum Teil zur Verfügung stehen,
funktionieren aber bestimmte Updates nicht mehr und damit auch bestimmte Apps nicht mehr. Also Corona-Warn-App, klassische Geschichte, das ging auch durch die Medien in den letzten Jahren, die funktioniert eben nicht auf älteren Geräten. Oder die Terminvergabe für Ärzte, für bestimmte Ämter funktioniert nicht, wenn bestimmte Updates nicht geladen werden können, weil die Geräte einfach älter sind. Das heißt, es reicht nicht die einmalige Ausstattung mit einem Gerät, sondern auch da muss eben, das muss immer wieder aktualisiert werden. Ein Problem sind tatsächlich Anträge und Terminvergabe bei Ämtern, Behörden oder Ärzten, die einfach auch digitale Zugänge voraussetzen. Es geht nicht einfach mehr so, ich rufe da an, weil man telefonisch gar nicht mehr durchkommt. Ich kann auch nicht überall erstmal hingehen. Auch da heißt es dann, nee, Sie kommen hier gar nicht rein im Moment. Wir haben die Ämter nicht offen. Wenn es dann digitale Anträge gibt, dann füllt man, und man auch die technischen Voraussetzungen hat, die auszufüllen, dann klickt man sich durch und klickt sich durch. Viele Anträge sind ja seitenlang und sehr kompliziert und kommt am Ende an und merkt dann, dann kommt so ein Button, jetzt bitte ausdrucken. Wenn ich an dem Punkt angekommen bin, bin ich schon mal froh, dass ich überhaupt angekommen bin, aber wenn ich dann keinen Drucker habe oder das Geld für den Toner fehlt, dann stehe ich da, habe Zeit verwendet darauf und bin hochgradig frustriert. Also das sind einfach Aspekte, die, wo der Geldbeutel dann an der Stelle vielleicht auch eine Rolle spielt. Es gibt inzwischen das Angebot der Online-Beratung bei vielen Trägern der freien Wohlfahrtspflege. Das wird auch zunehmend ausgebaut. Das ist im Moment bei manchen so in der Startphase, manche sind da schon einen Schritt weiter. Caritas ist da ziemlich weit inzwischen schon. Wirklich ein gutes Angebot, um auch digitale Beratung zu ermöglichen. Aber das ist natürlich auch schwierig, wenn man selbst die digitalen Voraussetzungen nicht hat. Hier nochmal in Richtung, Frau Büngler sprach das eben schon an, wir gucken auch immer mal, was bedeutet das für uns als freie Wohlfahrtspflege. Hier ist die Refinanzierung nicht hinreichend geklärt, was digitale Beratung angeht. Das Argument, was von manchen Kostenträgern kommt, ja, man kann ja von überall aus teilnehmen. Woher weiß ich denn als Kostenträger, dass die Person, die Beratung beantragt, jetzt gerade in meinem örtlichen Zuständigkeitsbereich ist. Also da müssen auch nochmal Wege gefunden werden, um das gut zu lösen. Ja, zweiter Aspekt, was den, was die Voraussetzung angeht, ist der Zugang zum Internet. Menschen ohne digitalen Zugang sind in der digitalen Kommunikation unsichtbar und werden dadurch in der Politik und in der Verwaltung, aber selbstkritisch betrachtet, auch bei den Verbänden häufig einfach vergessen. Und das darf nicht sein. Ich habe zwei Beispiele, um das zu zeigen. Die Anmeldung von bei Corona-Tests erfolgt in der Regel digital und vor allem auch die Testergebnisse werden nur digital übermittelt. Das ist ein Problem. Zweites Beispiel. Ein Berater hat uns berichtet von einem Beratungsgespräch, was er führen wollte mit einem Klienten. Dieser Klient hatte zu Hause kein Internet, hat dann von einer öffentlichen Bushaltestelle aus das Gespräch begonnen. Hätte es dann natürlich auch führen können, aber da gibt es keine Privatsphäre. Das heißt, der Berater hat an der Stelle dann die Beratung freundlich, aber dann doch abbiegen müssen, weil es kein Beratungssetting war. Also von daher, der Zugang zu Internet ist einfach extrem wichtig. Mobilfunkanbieter schließen nicht mit allen Personen Verträge ab. Betroffen sind vor allem Wohnungslose, denen eine Meldeadresse fehlt, weil die Meldeadresse wiederum Voraussetzung ist für den Vertrag mit dem Mobilfunkanbieter. Kann das jetzt noch weiterführen? Menschen ohne Aufenthaltspapiere, ohne Krankenversicherung, Menschen aus EU-Staatsangehörigen, die in prekären Arbeitsverhältnissen leben. Und ein weiterer großer Personenkreis sind Überschuldete mit negativem Schufa-Eintrag. Mit denen werden eben auch, schließen Mobilfunkanbieter nicht unbedingt Verträge ab. Das heißt, manche dieser Menschen sind weder per Mobiltelefon noch per E-Mail erreichbar. Das ist in heutigen Zeiten fast undenkbar. Dritter Punkt, die digitale Kompetenz als Voraussetzung für digitale Teilhabe. Das wurde ja eben an verschiedenen Stellen schon angeschlossen. Das ist einfach Grundvoraussetzung für die Teilhabe in fast allen Lebensbereichen. Und es gibt Menschen, die sich diese digitale Kompetenz nicht selbstständig aneignen
können. Dieser Kreis ist gar nicht so klein. Das ist jetzt auch unabhängig erstmal von der Frage, wie viel Geld habe ich in der Tasche. Es grenzt aber Menschen aus. Denn Menschen, die bisher quasi offline ihre Angelegenheiten selbstständig erledigen können, sind auf einmal wieder auf Unterstützung angewiesen. Das sind häufig ältere Menschen, Menschen mit Sprachschwierigkeiten, Menschen mit Schwierigkeiten beim Lesen und Schreiben. Und das erleben wir sehr häufig in Sozialberatungsstellen, dass auf einmal Menschen in die Beratung kommen und die vorher schon Unterstützung brauchten bei Anträgen, aber jetzt einfach durch die Digitalisierung nochmal eine ganz andere Form der Unterstützung mit auch benötigen. Das heißt, Menschen geraten durch die Digitalisierung in Unselbstständigkeit. Soweit zu den Voraussetzungen. Frau Bühnerler sprach eben das Online-Zugangsgesetz schon an. Das bereitet mir ebenfalls große Sorge. Ab Ende 2022 sollen Bund, Länder, Kommunen ihre Verwaltungsleistungen über Verwaltungsportale digital anbieten. Wir haben jetzt während der Corona-Krise schon erlebt, wie dass viele Behörden Zugänge geschlossen haben, aus Corona-Gründen. Es werden aber für die Digitalisierung, gerade für die Phase der Umstellung, werden viele Personalressourcen benötigt. Wir befürchten, dass im selben Zuge analoge Zugänge nicht in gleichem Maße offen gehalten werden. Und da muss man sehr deutlich darauf achten, dass auf jeden Fall analoge oder persönliche Zugänge möglich sein müssen. Und das aus meiner Sicht dauerhaft und nicht nur für die Umstellungsphase. In den Treffen für Menschen mit Armutserfahrung, die wir in Nordrhein-Westfalen seit einigen Jahren gemeinsam mit Menschen mit Armutserfahrung planen und durchführen, da hatten wir das im vergangenen Jahr das Thema digitale Teilhabe tatsächlich. Wo drückt der Schuh? War der Untertitel. Und dort wurden dann folgende Vorschläge erarbeitet. Es gibt noch mehr, aber auch hier nur eine Auswahl. Als Forderung an die Politik. Eine digitale Grundausstattung ist Basis für die Beteiligung. Und existenzsichernde Leistungen müssen Zuschüsse erhalten, Ausrufezeichen hinter Zuschüsse, für eine digitale Grundausstattung und für höhere Stromkosten durch Digitalisierung. Zweiter Punkt. Für Menschen, die keine oder über wenig digitale Kompetenz verfügen, müssen niedrigschwellige und kostenfreie Möglichkeiten und Wege angeboten werden, sich diese Kompetenzen mit ausreichend Zeit anzueignen. Hier das Ausrufezeichen in dem Begriff Zeit, weil es eben nicht nur eine Frage ist, ich biete mal so einen Kurs an, sondern man muss es wiederholen, man muss auch Zeit gewähren, damit man es versteht und auch ständig üben. Dazu gehören auch Schulungen zur Verbraucherkompetenz und zur Medienkompetenz. Dann dritter Punkt, kostenloses WLAN und USB-Anschlüsse im öffentlichen Raum müssen ermöglicht werden, weil das Teilhabe ermöglicht. Teilhabe jedenfalls außerhalb der eigenen vier Wände. Und öffentlich zugängliche Arbeitsräume sollen zur Verfügung gestellt werden. Gute Beispiele gibt es übrigens schon in der ein oder anderen Stadtbücherei inzwischen. Vierter Aspekt sind Repair-Cafés auf lokaler Ebene und auch dann jetzt aus Verbändesicht auch die Förderung dieser Repair-Cafés, um Endgeräte einfach auch nicht nach der Nutzung auf den Müll zu schmeißen, sondern möglichst Dinge wiederverwenden zu können. Oder bei kleineren Reparaturen die Ansprechpartner zu haben, Personen zu haben, die einem helfen, da reinzukommen. Ja, noch abschließend seitens der Träger der Wohlfahrtspflege. Digitalisierung ist nicht zum Nulltarif zu haben. Denn und auch die Digitalisierung in der sozialen Arbeit kostet Geld. In Leistungsvereinbarungen, die es gibt mit den Kostenträgern, sind diese Kosten in der Regel noch nicht abgebildet. Es geht um Kosten für Geräte, für Software, für Entwicklung neuer Beratungsformate, für Schulung, für Mitarbeitende. Es gibt Programme für Unternehmen, daran kann aber die freie Wohlfahrtspflege sich häufig aus rechtlichen Gründen nicht beteiligen. Das heißt, wir brauchen dringend Finanzierungsformate, damit die soziale Arbeit bei der digitalen Entwicklung mitgenommen wird. Ja, soweit mein Impuls. Prima, ganz herzlichen Dank. Ich würde einmal in die Runde fragen, ob es Fragen gibt an Frau Bühnerler und Frau Möllernd.
Das scheint gerade nicht der Fall zu sein. Prima, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt in die Diskussionsrunde mit all unseren vier ReferentInnen, also Frau Pellert und Herr Schulzinski, kommen jetzt wieder zu uns auf unser Podium. Und dann würde ich vielleicht ein Stichwort gerne aufgreifen, jetzt aus Ihrem Input, Frau Hüngeler, nochmal diese Frage. Also Sie haben es sehr, sehr schön ja formuliert, dass wir in einem digitalen Zeitalter Teilhabe am gesellschaftlichen Leben ermöglichen wollen und müssen und haben dann unter anderem die Bevölkerungsgruppe der älteren Menschen, und das zog sich ja eigentlich durch alle Inputs auch durch, nochmal benannt. Das ist ein Thema, wo wir vor, weiß ich nicht, 15 Jahren, als ich angefangen habe, mit Digitalpolitik mich zu beschäftigen, haben wir gesagt, naja, das wächst sich irgendwann aus, weil wenn die jungen Leute jetzt alle kompetent sind und die digitalen Wege nutzen, das kommt dann schon irgendwann bei den Älteren auch an. Und die werden ja auch irgendwann älter. So, ich frage mich so ein bisschen, ist diese Prämisse richtig? Und wie schaffen wir es eigentlich, dass wir auch gerade ältere Menschen als eine Zielgruppe noch stärker erreichen für die Kompetenzförderung und auch für, ja, ich sag mal, das Werben um die Chancen der Digitalisierung auch in dieser Altersgruppe? Das finde ich eine ganz spannende Frage, die uns, glaube ich, schon immer wieder beschäftigt hat, aber wo irgendwie die Antworten so ein bisschen da sind, aber vielleicht noch nicht endgültig. Also vielleicht Frau Müllner zuerst und dann Wolfgang Schulzinski sich auch schon gemeldet, aber finde ich eine spannende Frage. Frau Müllner erstmal. Ja, gerne. Ich glaube, die Frage ist, was sind ältere Menschen, wo fangen die an und wo hören die auf? So, die Gesellschaft wird immer älter und Digitalisierung hat unglaublich Tempo aufgenommen. Und ich sage mal, allein was man im privaten Umfeld sieht, es ist ja schon so, dass, ich sage mal, auch die Menschen um 80 noch teilhaben wollen und zum Teil, das ist ja auch gekommen, auch teilhaben müssen, weil es geht gar nicht anders. Und natürlich ist das auch nett für ältere Menschen, gerade jetzt in Corona-Zeiten, wenn sie sich nicht treffen können, sollen oder dürfen, über ihre Enkelkinder oder Urenkel per WhatsApp oder welches Tool auch immer, datensicher in Kontakt zu sein. Ja? So, was man aber nicht unterschätzen darf, ist, dass das, was vielleicht auch für uns alltäglicher ist, weil wir im beruflichen Alltag uns damit auseinandersetzen müssen, ist für die ein Add-on. Also die begegnen dem nicht zwangsläufig. Die Hürden oder die Angst, was falsch zu machen, ist viel größer, weil ich sage mal, wer noch sozusagen mit der Schreibmaschine seine Arbeit getippt hat, der weiß, wie schwierig das war, wenn man sich da einmal vertippt hat, dann konnte man das ganze Blatt neu machen oder wenn man noch eine Fußnote einfügen wollte oder so. Also ja, da sind andere Ängste und die, glaube ich, müssen wir abbauen. Und insofern denke ich, ist eher die Frage, wie kann man das vom Handling vielleicht einfacher machen, vielleicht auch so, dass wenn die Finger mit Arthrose etwas nicht mehr so geschmeidig sind, die Tasten, die Geräte so, dass sie dann auch das tun, was man will. Wie kann man Angebote schaffen, die dann vielleicht auch finanziert werden, wo es diese Angebote zum Lernen gibt, wo es Angebote zum Austausch gibt. Also ich glaube, das gibt Ansätze zum Teil schon im Quartier, es gibt auch Kurse, aber es ist, glaube ich, was man immer wieder anbieten muss und vielleicht auch in einschlägigen Seniorentreffs, Tagespflegeeinrichtungen und Ähnlichem, aber das muss dann sozusagen im Personalschlüssel eingepreist sein. Das kann ich nicht, wenn ich sozusagen so eng getaktet bin oder auch in der ambulanten Pflege, ich habe 5 Minuten zum Waschen, dann kann ich nicht noch erklären, wie ich jetzt mit dem Enkel chatte. Das funktioniert dann irgendwie nicht. Oder es geht zulasten des Trägers. Also ich glaube, das ist das, was ja auch Frau Möhrlein sagt. Man muss Digitalisierung in irgendeiner geeigneten Weise in bestimmte Dienstleistungen, glaube ich, auch mit einpreisen. Ja, vielen Dank. Ich glaube, gerade diese
vielleicht auch an einigen Stellen einfach das Bewusstsein zu schaffen, dass die Digitalisierung uns ja auch Möglichkeiten gibt, Dinge auszuprobieren. Und so sehr ich mir Mühe gebe, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, das Internet komplett kaputt zu machen. Selbst wenn ich irgendetwas tue, ne, was vielleicht eine schlechte Idee ist, dass bei allen rechtlichen Rahmenbedingungen, die natürlich, also wenn ich was falsch mache, kann es mich Geld kosten, aber das passiert natürlich schon. Also solche Aufklärung braucht sicherlich auch, aber eben auch so eine Lust darauf zu wecken, an den digitalen Tools zu partizipieren, ist sicherlich auch ein ganz spannender Punkt. So, jetzt hatten sich die drei anderen Teilnehmenden auch gemeldet. Ich würde jetzt von der Reihenfolge her, weil ich glaube, Herr Schulzinski war erst, dann Frau Pellert, dann Frau Mörland, Sie einfach in dieser Reihenfolge jenseits alles Protokolls dran nehmen. Ja, vielen Dank, dann fange ich an. Ja, Sie sprachen gerade, Frau Büngler, an, ja, da müssten die Tastaturen vielleicht anders sein. Ich glaube, die technische Entwicklung ist das eine. Wir werden bald gar keine Tastaturen mehr haben oder brauchen, weil alles über Sprachsteuerung läuft. Und das ist gerade für ältere Menschen und für viele andere ja auch eine Riesenchance. Ich will jetzt nicht einem großen amerikanischen Anbieter das Wort reden, den wir auch regelmäßig verklagen wegen Datenschutzfragen etc. Aber trotzdem steckt da ein gigantisches Potenzial drin, ja, dass man einfach nur sagt, Alexa oder Siri, verbind mich mal ich möchte mit meiner Tochter sprechen. Und dann passiert das. Oder mach die Musik leiser. Oder ich möchte bestimmte Stimmungsmusik haben. Oder die Tochter fragt an, ist der Herd bei der Mutter an oder nicht, Alexa? So, das ist ein wahnsinniges Potenzial und jetzt geht es darum, wie kriegen wir das an die Menschen ran, und es geht nur mit Bildungsangeboten. Also solche Angebote in alten Tagesstätten etc., die haben wir in Modellversuchen, in kleinen regionalen Geschichten, das haben wir gemacht und das kommt auch super an. Ich glaube aber, es gibt bei den älteren Menschen sehr viele, die eben sehr schwer erreichbar sind. Wer besucht denn schon eine alten Tagesstätte, ja? Und ich glaube, das geht nur über Peer-to-Peer-Ansätze oder über gezielte Angebote, wo junge Menschen Älteren helfen. Wir wissen alle, Kinder, Eltern etc. Das gilt übrigens auch für mich. Herr Wolterichter, diese Überlegung, ja, das wächst sich nach oben aus. Mal brutal gesagt, die einen sterben weg und die nachwachsen, die können das dann. Ich glaube, das funktioniert nicht, weil hier die Generation, die mit Facebook groß geworden ist, das spielt ja heute für junge Menschen überhaupt keine Rolle mehr. Und wenn wir hier aus dem beruflichen Alltag ausscheiden und auch Sie irgendwann mal, dann gibt es schon wieder neue Sachen, die wir nicht kennen und können und an die wir auch wieder rangeführt werden müssen. Also das bleibt dabei und deshalb brauchen wir solche Instrumente. Ja, ich denke, man kann es integrieren, man kann es in... Es gibt Projekte für pflegebedürftige Angehörige. Die Pflegebedürftigen selber wird man nicht erreichen können. Aber pflegebedürftige Angehörige, da gibt es eine Menge Angebote, wie man rund um das Thema Pflege, aber das kann man auch um sowas erweitern. Zum Beispiel, also Teilhabe, Kontaktmöglichkeiten etc. Man muss es allerdings fördern, man muss es unterstützen und es geht nur von unten nach oben. Und nur so kommt man an die Menschen ran, gepaart damit, dass man allerdings, möchte ich nochmal betonen, über die Ärzteorganisationen, die nun auch staatlich reguliert sind, auch Vorgaben macht, ihr müsst auch analog erreichbar sein. So, das ist einfach ein Gesetzpunkt um. Also eine Mischung daraus, glaube ich, werden wir brauchen. Ja, vielen Dank. So richtig zu eigen machen wollte ich mir das demografische Argument auch nicht. Aber es war jetzt eher so ein bisschen, ich weiß nicht genau, ich will es nicht Frustration nennen, aber es ist einfach eine Fragestellung, die wir jetzt so lange diskutieren und irgendwie noch nicht so richtig zum Ende gekommen sind. Den Eindruck habe ich schon. Vielleicht war die Diskussion einfach durch dieses Mindset vor 10, 15 Jahren anders, als wir sie heute haben. Vielen Dank für die Antworten und es geht weiter mit Frau Pellert. Ja, ich kann da gut anschließen, weil ich glaube, dass wir, und deswegen geht es auch so langsam vorwärts, uns eigentlich noch nicht das Ausmaß
der notwendigen gesellschaftlichen Lernprozesse wirklich vor Augen geführt haben. Ja? Wir glauben, das wird sich so von selbst erledigen. Das passiert, das wird aber nicht reichen. Wenn wir verhindern wollen, dass die Gesellschaft auseinanderfällt, ja, in die, die das alles schon können und immer mehr können, und die anderen, die gar nicht wissen, wie sie da hinein verknüpft werden, ob sie jetzt alt sind, Beeinträchtigungen haben, das nicht verstehen, 1000 Möglichkeiten herauszufallen aus der Gesellschaft. Und da das, wie alle ja betont haben, auch eine derartige Rasanz bekommen hat, das Phänomen, müssen wir das dazu passende Lernen in einem anderen, in einer anderen Entschlossenheit organisieren, glaube ich. Ja, weil überlegen, also und zwar das Lernen dorthin bringen, wo die Menschen sind. Wir denken bei Lernen auch immer noch sehr stark, wir müssen die dann rausnehmen aus ihren Kontexten und in irgendwelche Bildungseinrichtungen, das passt nicht. Das gibt es natürlich auch, aber das reicht nicht aus. Sondern hier waren ja wunderbare Beispiele. Wenn ich dort, wo sie sind, eine bestimmte Gruppe von älteren Menschen, dafür Lernzeiten ermögliche, das heißt was fürs ökonomische Modell, das ist nicht leicht, weil vielleicht, Walter Richter, ist das ja auch deswegen so langsam gegangen, weil daneben eine andere Musik spielt, es immer Zeit ökonomischer zu machen und es bleibt immer weniger für Lernprozesse. Also daher muss man es ganz offiziell in den Auftrag reinbringen, sonst wird es nicht passieren. Und das heißt, man muss das Lernen zu diesen digitalen Prozessen dorthin bringen, wo die verschiedenen Altersgruppen sind. Und allein das Alter hat ja ungefähr 5 verschiedene Phasen. Ja? Also die erste Phase ist eine andere als die der Hochbetagten. Aber immer muss ich zielgruppenspezifisch schauen, wie erreiche ich die Menschen, ja, mit welchen Ansätzen. Das hat immer auch was mit sozusagen Lust am Lernen zu tun, sonst wird das nicht klappen. Das ist für mich das eine. Also, und dazu brauche ich eine nationale Strategie des Lernens. Ja, wir müssen, und das ist nicht etwas, was eine Kommune und dann das Land und dann in dieser zersplitterten Geschichte wird das nicht klappen in dem Ausmaß, wie wir das gesellschaftlich brauchen. Wir haben sowas wie eine nationale Weiterbildungsstrategie ja im Hintergrund im Werden. Da fällt nur auf, dass das sehr stark auf das berufliche Umfeld beschränkt ist in der Diskussion. Was wir jetzt gerade besprechen, die Menschen erreichen wir nicht über berufliche Weiterbildung. Und worüber wir reden, ist soziale Teilhabe und das ist sozusagen die zweite Seite auch der Auseinandersetzung mit Lernen und Weiterbildung, ein Befähigen an dieser Gesellschaft teilzuhaben. Und da, glaube ich, ist sowas wie die allgemeine Erwachsenenbildung gefragt in einem ganz anderen Ausmaß als jetzt. Aber was hier schön gekommen ist, finde ich, das auch dorthin zu bringen, wo die Menschen sind und da Lernprozesse zu organisieren. Und ich glaube, das ist eine wohlfeile Investition für eine Gesellschaft, sonst wird sie nämlich auseinanderfallen und dann wird diese Transformation eine brutale, wenn ich das mal so ganz brutal ausdrücken darf. Letzter Gedanke, wir brauchen eine neue Wahrnehmung, was es an öffentlicher Infrastruktur braucht. Wir haben ja alle davon gesprochen, ne? Also Zugänge technisch, Datennutzung, das hat was mit der Bereitstellung von öffentlicher Infrastruktur zu tun. Das ist sozusagen auch ein Wiederkommen eines gestärkten Staates, den ich da brauche, den aber in einer Form, das wäre so meine persönliche Hoffnung, in einem modernen Governance-Prinzip, weil wir sonst das, was Sie angesprochen haben mit dem Kulturfaktor, gerade nicht bekommen. Ne? Also ich glaube, in dem Mix müssen wir das hinkriegen, aber das wird nicht von alleine in der Geschwindigkeit, wie wir das gesellschaftlich brauchen, passieren. Vielen Dank. Dann hatten Sie sich gemeldet, Frau Mörland. Genau. Ja, ich denke, es ist unabhängig von der Frage des Alters tatsächlich. Also Alter ist ein Faktor. Das ist aber, gestern berichtete ein Kollege, der heute auch hier dabei ist, dass zum Beispiel Bildungsangebote bei ihm gerade jetzt von älteren Menschen in der Corona-Zeit angenommen wurden, weil sie digital stattgefunden haben. Also von daher muss man sehr gut gucken, um was geht es. Es geht aus meiner Sicht um ganz viel um die Frage Medienkompetenz.
Und die in den Alltag zu integrieren, auf ganz unterschiedlichen Wegen und die entsprechend auch einzupreisen, damit das auch geschehen kann. Ganz vorneweg würde ich auch sagen, Kinder und Jugendliche, ich möchte den Schulen nicht noch mehr aufladen, weil Schulen eigentlich Unendliches leisten müssen und das alles nicht können. Aber im Grunde genommen ist das der Ort, wo alle Kinder hin müssen. Und wo man dann auch wirklich alle erreichen könnte und Medienkompetenz zu schulen, zu gucken, was geht im Internet, was geht nicht, wie komme ich an Lerninhalte, wie kann ich mich bewegen, wie kann ich Anträge ausfüllen. Also wirklich so ganz praktische Sachen wie sowas wirklich frühzeitig zu schulen, das ist einfach unendlich wichtig, um teilhaben zu können. Ja, vielen Dank. Also ich erlebe diese Diskussion wirklich als unglaublich spannend und auch sehr nach vorne gerichtet. Das finde ich ganz großartig. Dafür schon jetzt vielen Dank. Wenn wir jetzt so langsam auf die Zielgerade unserer Veranstaltung gehen, vielleicht die Frage, wenn wir schon nach vorne schauen, dann schauen wir natürlich auch alle zusammen hier in Nordrhein-Westfalen auf den 15. Mai. Was wären denn Ihre Erwartungen an eine zukünftige Landesregierung oder die Bundesregierung ist ja auch noch im Zauber des Anfangs. Die kann man ja auch noch mit ein paar Ideen bereichern. Also was sind konkret, wenn Sie jetzt sagen, so, Sie haben, dann dürfen drei Wünsche auf den Wunschzettel schreiben, was sind dann für mehr digitale Teilhabe Ihre Forderungen an uns als Politik, jetzt mal in Gänze und nicht nur an uns Grüne? Was würden Sie da fordern? Vielleicht machen wir die Reihenfolge umgekehrt als am Anfang und dann würden wir mit Frau Mörland anfangen. Jetzt befürchte, bevor ich mich endgültig sortiert habe. Also ich würde anfangen tatsächlich mit dem Online-Zugangsgesetz, das gut zu begleiten, da wirklich zu gucken, dass alle mitgenommen werden, auch wirklich die Verbände mit einzubeziehen, die Wohlfahrtsverbände mit einzubeziehen, weil Nordrhein-Westfalen ja gerade den Schwerpunkt hat Arbeit und Rente. Also das, hier werden die Instrumente für die ganze Bundesrepublik entwickelt. Und das ist extrem wichtig, hier genau hinzugucken, was passiert da. Und eben auch die verschiedenen Facetten. Ich sprach ja von den Menschen mit Armutserfahrung, mit denen wir zusammenarbeiten, auch nochmal aus unterschiedlichen Perspektiven auf dieses Thema zu gucken. Und das Zweite ist wirklich digitale Teilhabe in allen Politikbereichen mit zu betrachten. Das heißt, also es gibt eine Digitalstrategie, aber die eben über die Wirtschaft hinaus zu denken und wirklich zu gucken, wie kann digitale Teilhabe dort gut verortet sein. Das sind jetzt erst zwei Wünsche, ne? Ich habe noch einen frei. tatsächlich eine Stärkung der digitalen Infrastruktur, der öffentlichen digitalen Infrastruktur und dafür möglicherweise auch ein Programm aufzulegen oder zu stärken, das wären meine drei Wünsche. Gute Feen erfüllen auch zwei Wünsche. Aber vielen Dank, das fand ich nämlich der dritten auch nochmal hochrelevant. Also vielen Dank, Frau Mörland. Frau Büngeler, Ihre drei Wünsche. Ja, das Ganze, was mir richtig gut gefallen hat, das war das, was Frau Pellert gesagt hat, dass es eine nationale Bildungsstrategie braucht. Und ich glaube, das wäre sozusagen der übergeordnete Wunsch, weil so muss man das ansetzen. Ich glaube, dass das der richtige Weg ist, das sozusagen als gesellschaftliche und damit auch als Aufgabe der Politik zu begreifen und zu sehen. Und da gilt das, was wir als Freie Wohlfahrtspflege so oft einfordern. Frau Mörland hat es gesagt, beteiligen Sie auch alle Player am Spiel. Also das wird sehr oft gesagt, bitte das jetzt nachzusehen, auf Industrie gedacht. Es ist sehr oft dann noch auf Mittelstand gedacht. Dass aber der Sozialbereich mit einer der größten Arbeitgeber ist, das wird ganz oft vergessen. Also alleine sozusagen beim Paritätischen sind 163.000 Menschen beschäftigt, also in unseren Einrichtungen und Diensten. Bei der Diakonie sind es deutlich mehr. Das darf man nicht vergessen. Und wie viele Menschen dann noch ehrenamtlich engagiert sind, wie viele Menschen wir erreichen. Also das ist das, was ich oft sehr, sehr schade finde, weil ich glaube, es wird was verschenkt. Was ich mir tatsächlich
Und das geht auch ein bisschen in das, was vorhin schon mal, dieses Thema Start-up und Innovation wird immer mit Jung und Hip in Verbindung gebracht. Dass ganz viel Innovation aus der vielleicht vom Begriff her so altertümlichen freien Wohlfahrtspflege kommt, wird verkannt. Also ein Großteil an Quartiersprojekten, ein Großteil an Beratung pflegender Angehörige, innovative Jugendprojekte kommt auch aus diesem Bereich. Und insofern würde ich mir auch wünschen, dass sozusagen der finanzielle Aspekt mitgedacht wird. Auch das ist sozusagen mein dritter Wunsch, dass man sich klar macht, das gibt es nicht zum Nulltarif. Und zumindest, ich sag mal, für den ganzen Bereich freie Wohlfahrtspflege braucht es Geld für den Bereich selber, um Prozesse zu digitalisieren, um digitale Angebote entwickeln zu können, aber auch sozusagen für die Menschen, die diese Angebote nutzen. Das wären meine drei Wünsche. Wenn Sie jetzt zaubern und die kommen, dann sind wir, glaube ich, alle gut zu kriegen. Danke. Meine Kinder sind gerade im Baby-Blocksberg-Alter und versuchen dann schon auch manchmal mit Hex-Hex, aber es funktioniert nicht immer, muss ich zugeben. Okay, vielen Dank. Gerade den Punkt mit der Förderung sozialer Innovationen, das ist auch was, was uns ja sehr intensiv auch in dieser Start-up-politischen Debatte tatsächlich beschäftigt hat in den letzten ein, zwei Jahren. Und da muss ich wirklich, das will ich gerne nochmal ganz dick unterstreichen, wie wichtig das ist und wie viel da auch drinsteckt für unser Gemeinwesen auch. So, dann kommen wir weiter zu Frau Pellert und Ihren Wünschen. Ja, ich nehme den einen großen Wunsch, den ich habe nochmal, nämlich wirklich diese moderne Strategie des Lernens. Also das heißt nämlich, wirklich als nationales Anliegen das zu sehen, es weiterzudenken als nur berufliche Weiterbildung, sondern in der Breite der Gesellschaft. Das macht heute überhaupt keinen Sinn mehr zwischen sowas wie beruflicher und Erwachsenenbildung allgemein irgendwie zu unterscheiden, ja. Das Phänomen, das wir heute besprochen haben, das liegt ja quer zu allen Lebenslagen und allen Altersklassen. Ja? Und dem so einen richtig kräftigen politischen Rückenwind zu versehen und ein Lernen dann auch sektorübergreifend hinzukriegen und damit das zu machen, was vielleicht auch der europäische Weg sein könnte, ja? Dass wir sowas haben wie freie Wohlfahrt, Konsumentenschutz, alle, die hier versammelt sind, das ist zutiefst europäisch. Und jetzt müssen wir das in diese Zeit bringen und sagen, wie befähigen wir diese Einrichtungen auch, das, was uns da wichtig ist, kompetent zu machen. Die Menschen werden das nur als Chance erleben, wenn sie dafür befähigt werden. Ja, wenn ich nicht weiß, wie ich mit dem umgehe, macht mir das Angst. Und deswegen halte ich das für eine wirkliche gesellschaftliche Vorwärtsstrategie. Da muss man aber Geld in die Hand nehmen. Da muss man sozusagen Zeit, Geld und Strukturen dafür bereitstellen. Das wird sich nicht ohne kräftigen politischen Rückenwind einstellen, einfach so. Ja, also da wird man ziemlich viel Hex-Hex sagen müssen und mit ziemlich vielen auch quer, ja, weil das alles... Vielleicht, ich erlebe den Bildungsbereich ja nur allein den Bildungsbereich schon unglaublich fragmentiert. Ja, da nebeneinander stehend, unverbunden und dann vielleicht noch die verschiedenen Ebenen. Also das heißt ordentlich was als politischer Anspruch, aber ich glaube, es wird sich lohnen. Super, ja, wir sind ja auch für ambitionierte Ziele durchaus zu haben als Grüne. Wir wollen ja durchaus die Welt nicht nur verändern, wir wollen sie auch gerne retten, nebenher noch. Gut, zum Abschluss Wolfgang Schulzinski. Ja, natürlich kann ich mich all diesen Wünschen nur anschließen, nach mehr Förderung und nach mehr Mitteln, das zu integrieren. Vielleicht noch versuchen, ein paar spezifische Sachen noch zu finden. Die Kompetenzen, über die wir gesprochen haben, die könnte man systematischer in die berufliche Ausbildung integrieren. Das heißt, in die Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern. Das liegt wohl auf der Hand. Aber vielleicht auch in die Ausbildung in den Pflegeberufen, den sozialarbeiterischen Berufen, dass es da Pflichtmodule
gibt, die sich mit der Kompetenzentwicklung im Medienbereich befassen. Und nicht nur irgendwelche Wahlmodule, wo es darauf ankommt, ob man einen Professor findet, eine Professorin, die da gerade Lust drauf hat. Das gilt auch für den schulischen Rahmen. Es gehört in einen Pflichtkanon. Ich weiß, wie schwer das in der schulischen Bildung alles umzusetzen ist, aber dass man es eben auch in diese beruflichen Ausbildungen integriert, damit man wenigstens langfristig etwas davon hat. Ich will noch eine neue Dimension kurz reinbringen, über die wir gar nicht gesprochen haben, das Thema der Nachhaltigkeit. Ich glaube, Frau Büngeler hat es mal kurz vorhin gesagt, Repair-Cafés. Wichtig ist, also ich habe zu Hause drei iPads älterer Generation, die technisch total funktionieren, die ich aber nicht mehr betreiben kann, weil die Software darauf nicht mehr läuft. Auch dazu kann man ein, jetzt ist jetzt Bundesebene oder mindestens Bundesebene, wenn nicht EU, es gibt jetzt das Recht auf Reparatur, das soll jetzt vorangebracht werden von der neuen Bundesregierung, das ist schon mal ein guter Ansatz, aber das kann man auch in Software denken, dass alte Software vorgehalten werden muss, damit man Geräte auch länger nutzen kann, auch mit vertrauten Umgebungen. Gut, das Dritte ist, wir haben schon einiges Wünsche zur Förderkulisse gehört, gerade von den Kolleginnen aus der Wohlfahrt. Natürlich, das ist so. Wir erleben das auch, dass gesagt wird, ja, ihr kriegt doch jetzt mehr Geld also das ein oder andere Geld. Ihr spart doch dann bestimmt irgendwo was ein. Nein, so ist es nicht. Wir können kein analoges Angebot schließen, weil wir jetzt irgendein anderes digital gemacht haben. So ist das. Es kostet alles mehr Geld, aber was wir in der Tat brauchen, und das ist jetzt so ein bisschen, sagen wir mal, vielleicht Basisarbeit für Politikerinnen und Politiker, ist eine andere Förderkulisse. Auch das wurde vorhin angesprochen. Wir können bestimmte Angebote nicht machen, weil Prüfbehörden sagen, ja, aber das ist doch eine Kommunalförderung, ja, es ist doch eine Landesförderung, das geht aber nicht. So, und das ist anachronistisch und muss geändert werden. Und das ist natürlich ein dickes Brett gegenüber den Verwaltungen. Aber ich befürchte, ohne das wird man da auch nicht vorankommen. Also ganz herzlichen Dank für auch diese Wunschlisten. Ganz vielen Dank wirklich auch für die Inputs heute an Frau Mörland, Frau Büngeler, Frau Pellert und Herrn Schulzinski. Vielen Dank fürs Zuschauen bei unserer Runde heute. Wie gesagt, nochmal der Verweis auf die vielen anderen Veranstaltungen, die wir auch noch haben in unserer Reihe NRW Zusammenhalt. Ich nehme unglaublich viel mit aus diesen anderthalb Stunden heute Morgen. Ich möchte mich einfach ganz herzlich bedanken bei Ihnen allen. Besonders nochmal auch bedanken bei Michael Kersten, Michael Basten und Wiebke Hobestedt aus meinem Team, die diese Veranstaltung vorbereitet haben. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Vielen Dank, alles Gute, bleiben Sie gesund und jetzt noch einen schönen Tag. Vielen Dank und tschüss. Tschüss. Tschüss.